Kennt ihr das, wenn ihr ein neues Format startet und nach 10 Minuten in der zweiten Folge OBS crasht? Jetzt kennt ihr es! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Anno. Es tut mir sehr leid, ihr habt, ich kann es nicht genau einschätzen, ungefähr 10 Minuten Spielzeit verpasst. Was habe ich getan? Ich habe hier oben die Kapelle gebaut, hier das nachgezogen. Ich habe hier zwei neue Mosthöfe gebaut und ich bin mit meinem Schiff relativ viel rumgeschippert, um Werkzeuge zu holen. Und ich habe hier unten nach einem langen Kampf zwei kleine Markthäuser gebaut und die so platziert, wie sie da gerade stehen. Stellt ihr jetzt fest, dass das eine leider, dass das ein bisschen hässlich ist und reiße es deswegen ab und mache es nochmal einen Ticken schöner. So sieht es einen Ticken schöner aus, finde ich. Wir hauen hier die Werkzeuge ein. Die Werkzeugproduktion steht allerdings jetzt auch auf eigenem Bein. Das heißt, wir können das hier jetzt rausnehmen, denke ich. Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Wir werden jetzt da oben links die Welt weiter erkunden. Und sind ansonsten aber eigentlich ganz gut unterwegs. Also das hier sollte auf Dauer zweifach ausfüllen können. Aktuell läuft da einfach die Kohleproduktion da nicht so richtig. Ja, das tut mir leid, Leute. Aber gegen sowas bin ich halt auch nicht gewappnet. Sowas kann leider immer wieder passieren. Ist natürlich sehr schade, wenn es gerade bei einem neuen Format passiert. Was brauchen wir von den Dingern hier? Für den Anfang nichts. Wir brauchen vor allem jetzt ein bisschen Ressourcen gathern. Und dann wollen wir auf eine neue Insel. Ansonsten brauchen wir natürlich auf Dauer hier noch mehr Glaube für die ganzen Sachen. Wir können die noch upgraden. Ja, wahrscheinlich werde ich trotzdem nochmal segeln und Werkzeuge einsammeln. Weil ich habe auch... Also ich gebe aktuell zwar relativ viel aus, aber ich tippe das auch gut. Damit ich ein paar Werkzeuge habe und dann eben hier eine Insel machen kann. Hier kann ich keine Gewürze anbauen, aber das eignet sich sehr gut als Dattelinsel. Und hier werde ich dann die Gewürze machen. Das heißt, wir werden zwei Inseln machen. Die Gewürzinsel mit den Hafen am nächsten zu unserer Hauptinsel, also wahrscheinlich hier. Und die andere Insel ist eigentlich egal, hier, damit der zumindest irgendwie noch zum Hafen kommt. Aber dafür sollten wir uns natürlich ein bisschen beeilen. Ich will aber diese 20 Werkzeuge, die ich habe, eigentlich da reinstecken, meine Bauern so rauszuholen hier. Weil wir brauchen natürlich die Bürger auf Dauer. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, da durchzugehen und einfach alle zu upgraden, die man upgraden will. Ich meine, hier werden auch Werkzeuge produziert, klar, aber das braucht am Anfang immer ein bisschen. Weißt du, warum der alle kriegt? Eigentlich kann das zwei, kann so ein Ding zwei Werkzeugschmieden unterhalten. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ich habe hier irgendwie vergessen, die auszuladen. Schon vor ewigen Zeiten, das heißt, Most war wahrscheinlich die ganze Zeit deswegen auch langsamer unterwegs. Habe also nochmal 23 Werkzeuge. Und kann nochmal upgraden. Immer schön die ganzen Blocks gleichzeitig. Das sieht einfach schicker aus. Prinzipiell kann man sich hier auch schon Gedanken machen, wo man eine Schenke hinbaut und so. Weil da dann natürlich die Patrizier rauskommen können. What I don't actually mind. Ist das eine von denen, die ich wollte? Nee. Aber gib mir nochmal Grund zur der Annahme, dass ich mich ein bisschen beeilen sollte. Sie gehen da rüber, holen da die Werkzeuge ab und dann ist es soweit. Vielleicht lasse ich mir da gerade echt zu viel Zeit, aber... War eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei. Ich habe diesen Ruhm. Und mit dem Ruhm kann man hier einige Sachen machen. Nämlich das hier unten. So, bietet zusätzliche Waren an. Zusätzliche Waren. Das ist alles relativ egal. Waren ist zusätzlich egal. Das sind immer Handelsflotte erhöhen. Da, da, da. Das ist alles relativ gleich egal. Ja. Aber hier wird es dann spannend. Hier kann man dann die Kaufmanns... bauen. Das ist eine andere Art von Schiff, das ist nicht so richtig. Verteidigungsturm. Das hier. Ermöglicht es Ratze, den gegnerischen Städten zu sichern, sofern der treffende Mitspieler die Stufe Patrizier erreicht hat. Das ist cool. Und dafür braucht man drei Errungenschaften der ersten Stufe. Das heißt, drei von den Dingern. Aber ich glaube, es ist egal, wovon. Aber hier werden wir auf jeden Fall das Ding rein investieren. Items der Bürger. Oh. Warum nicht? Oh, das kostet halt 200 Rum. Die sind ein Ticken billiger. Was kann ich dir bei Patrizia, ne? Hm. Na gut. Aber das ist auf jeden Fall der Weg, wo wir hinwollen. Weil nichts ist schöner, einfach als einen Krieg zu führen, in dem du einfach nur mit deiner Überproduktion ihn aus seiner eigenen Stadt rauskaufst. Und das geht bei diesem wunderbaren Spiel. Das ist das Schöne. Eine Art Krieg zu führen, die selbst wir Pazifisten gutheißen können. Und die Leute unter euch, die Spaß an Wirtschaft haben, so oder so. Lobbyismus quasi in Reinform.
Weil die wenigsten Menschen Spaß an Lobbyismus haben. Außer wahrscheinlich Lobbyisten. Na gut. Das ist nochmal ein anderes Thema. So, was mich zu einer der Aussagen bringt, die ich glaube ich eben gemacht habe, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Schreibt mir gerne Themen rein, über die ihr wollt, dass ich rede. Weil ich habe hier natürlich eine recht entspannte Zeit. Ihr seid äußerst, was euer Herr. Ich würde mal ein Fischernetz mitnehmen zu meiner Hauptinsel. Ihr seid äußerst vielseitig. Äußerst vielseitig. Ein Fischernetz mitnehmen, um hier die Fischer, das Fischerkontingent zu erhöhen. Man hat immer so zwei Sachen pro Kontor. Und da ich meine komplette Nahrung ja über Fischerei hole und davon halt echt viel habe, ich meine 4, 5, 6, 7, das ist schon eine ganze Menge, lohnt sich das, glaube ich. Ich werde jetzt die Werkzeuge hier nicht nochmal benutzen, wobei hier sind überall Bürger und hier ist ein Bauernhaus. Das geht natürlich gar nicht. Das müsste noch sein. Die zwei müssten eigentlich auch noch sein. Ja, sieht schon gut aus. Mein Verhältnis von Bürgern zu Bauern ist jetzt auch sehr schön. 2 zu 1. Auch da gibt es garantiert perfekte Prinzipien, blablablub, aber das ist für mich halt alles relativ Jacke wie Hose. Ja, ich glaube, ich verpenne immer noch meine Südinsel zu machen. Ich bin generell jemand, der einfach gerne auf Masse geht, statt auf möglichst früh Patrizier oder so. Wobei ich glaube, dass ich dieses möglichst früh Patrizier und so echt lohnen kann. Bin einfach nicht so hinterher. 1, 2, 3, 1. Ja, in der ersten Folge habe ich natürlich mich ein bisschen dumm angestellt hier und da mit der Straßenführung. Ja, aber das passt. Ja, tut mir leid dafür nochmal. So. Zack, hier nochmal anlegen. Hier nochmal die Werkzeuge holen. Kann ich zweimal das Ding auf meine Insel klatschen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir werden es jetzt hier mal nicht testen. Ich glaube, ich muss später auch meinen Ruhm einsetzen, um auf den Inseln hier alles anbauen zu können, was ich anbauen will. Ich kann mal gerade gucken, dass ich hier jetzt noch die letzten Werkzeuge, wenn hier gerade welche ready sind, abholen lasse. Komm, auch für ein Werkzeug kann sich das lohnen. Weil wir wollen jetzt für die Südinsel gehen. Also manchmal, ich weiß nicht, da könnt ihr auch einfach da links rumfahren. Oder hat er manchmal einfach keine Lust? Ich habe das Gefühl, dass das viel öfter passiert, wenn man wenn man gerade die Zeit vorspulen lässt. Achso. Ja gut, das funktioniert scheinbar jetzt. Ich dachte, ich muss das auch irgendwie aktivieren, aber dem ist wohl nicht so. Oh, warte mal. Ich kann ja jetzt hier noch. Na komm. Das eine machen wir noch voll, ne? Wollen wir auch mit 40-40 losfahren. Ich werde jetzt, wie gesagt, zwei Siedlungen gründen. Einmal hier für meine Gewürze. Da wollten wir das hier möglichst weit oben rechts machen. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das... Oh Mann, ich habe jetzt gar keine Kontrolle mehr, was ich schon gesagt habe, was nicht. Aber zumindest wollen wir zwei Inseln machen. Hier wollen wir Gewürze herstellen und hier Datteln. Vorbei, actually. Kaffee. Seide. Meine Idee war quasi, hier Datteln zu produzieren und hier die Gewürze. Aber ich könnte ja auch gucken, ob der mir... Angenehmer Besuch. Ah, Saatgut für Indigo, Saatgut für sonst was. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Das hier wäre eine perfekte Insel, aber die ist halt schon besetzt. Der Elena. Und da die schon auf Patrizia ist, kann die auch schon krassere Schiffe bauen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust, mich mit anzulegen. Ja gut, aber wenn von hier nicht die Gewürze kommen, dann kann ich hier den Hafen auch sehr weit nach links machen. Das erinnert mich mal so eine Doppelkette. Ich quasi von hier nach hier schiffern lasse, mit zwei Häfen. Und dann hier einen neuen Hafen mache und von hier die quasi sofort da hochbringe. Dann könnte ich hier auch noch einen Hafen machen. Oder hier, der reicht eigentlich dann. Ah, deswegen machen wir einen hier. Ich nutze da nicht das Grünzeug, aber es gibt halt die Möglichkeit, da die Pflanzen eh selber quasi hinzulegen, wie man sie braucht. Aber wenigstens hier können wir ein bisschen nach oben gehen. Damit der Weg nicht so endlos weit ist. Hier haben wir auch nicht so viel Platz, das heißt, hier werden wir wahrscheinlich... Aber wir werden trotzdem mal gerade die zweite Insel gründen. Just in case. Ups, ich bin dann aber noch auf 1er Schritten.
setzt Fuß auf ein südliches Eiland. Ja. Ganz wieder, ich hoffe, sie ja, werden. Ja, ja, ja. Diese Nachrichten sind am Anfang, wenn man das erste Mal spielt, immer sehr cool. Später deckt man sich. Ja, 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 ja. Ja, ziemlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also, ja, wir haben diese Insel damit einfach besetzt. Damit kann man die KI relativ gut ausschalten. Ich finde es eigentlich einen Trick, den ich relativ selten mache, aber hier würde ich ja halt auch tatsächlich beide benutzen. Ich könnte quasi überall was hinhauen und die landen ganz, ganz selten da, wo man selber auch schon war. Oder wo man selber schon ist. Das ist ja der Ist-Zustand. Ich könnte jetzt Steinstraßen bauen. Einfach weil ich ein Überangebot habe. Komm, wir ziehen ja mal eine durch. Das ist halt auch teuer, ne? Aber ich meine, da werden auch meine Werkzeuge produziert und auch Teile meines Steins. Schon in Ordnung, denke ich. Wir haben jetzt Holz im Überfluss. Wir könnten nochmal upgraden, können wir nicht, aber wir könnten ein kleines Lagerhaus bauen. Ja, ich denke, hier so ein kleines Lagerhaus wäre schön. Kann eigentlich auch direkt zwei bauen. Kosten die viel Unterhalt? 15. Oh, 15 ist schon relativ happig. Aber dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz für alles. Hier müssen wir auf Dauer halt nochmal eine Kapelle bauen. Und wahrscheinlich nochmal die nochmal breiter werden. Hier könnten wir nochmal was bauen. Aber das ist alles gerade irgendwie aktuell nicht so höchste Prio. Was Prio hat, ist das hier unten. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir bauen einen Bazar. Aber wie machen wir das denn am besten? Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Zack, machen wir das so. Dann bauen wir hier, upsie, bauen wir hier eine Straße durch. Hier eine Straße durch. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn ich muss noch ein orientalisches Markthaus bauen. Oder ne, ich glaube, dafür reicht actually der Bereich hier. Machen wir so. Ja, ich denke, das reicht. Zack. Bauen wir einfach zwei Dattelplantagen hier hin. Kriege ich die hier voll? Das wäre schön, wenn. Sieht nicht so aus. War ja 5. Nee. Müssen auch ein bisschen. Nicht stranden. Die können sich actually nicht selber wehtun. Also du kannst sie nicht so reinsteuern, dass die da sterben oder so. Irgendwie ist das jetzt nicht mehr genauso, wie es vorher war. Und das triggert. Mal einfach eine hier hin. Dass die 5 brauchen, ist halt ein bisschen ätzend. Das kann man übrigens auch automatisch machen lassen. Für alle, die sich denken, Alter, darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Oder einfach jemand, der das an sich ganz gerne selber macht. Wenn ich es nicht gerade verhauen würde, wie hier. So, und jetzt könnte ich ja die zweite Datteplantage hier machen. Das ist aber auch schon alles schwer hässlich hier, ne? Also schön ist das nicht. Aber effektiv wahrscheinlich. So. Zwei Dattelplantagen reichen für die Anzahl der Leute, die wir hier am Anfang brauchen. Und wir brauchen... Was? Weil ich die Dattel noch gar nicht habe. Achso, aber die Leinen... Hunger war... Ah, oh, ja, das war... Das war das andere als mal. Okay, Notfallplan einleiten. Wir haben hier Datteln. Du beendest deinen Auftrag und fährst da runter und versorgst sie mit Datteln. Ich Idiot, ey. Mann, so ist es doch. So ist es doch dumm. Absteigende. Ja, hoffentlich machen die nicht die Häuser kaputt. Die waren nämlich teuer. Ja, ja, ja. Hol die ab. Hol die ab. Hol die eine Dattel ab. Ah, komm. Ihr habt doch jetzt. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Ja, komm, raus damit. Okay, jetzt kann er wieder seine ganze Malroute machen. Puh. Nein, ich habe tatsächlich einen verloren. Ach, das ist doch zum Heulen. Oh, ich habe das aber alles wieder bekommen. Ja, dann ist mir eigentlich relativ egal. Gut, die haben kurz Hunger gelitten und ich bin wahrscheinlich nicht der angenehmste Anführer. Aber das ist mir ehrlich gesagt relativ jacke. Ich muss sagen, bei diesen Süddinger hier bin ich sehr unerfahren.
Ich mache da eigentlich echt immer nur das absolut Nötigste, was irgendwie, was ich irgendwie brauche. Aber jetzt werden ja hier Datteln produziert. Das wird schon. So, meine Eins hat ihren Job erstmal getan und wir gehen wieder erkunden. Immer wenn ich erkunden gehe, kriege ich irgendeinen Auftrag und ziehe das Ding wieder ab, fällt mir gerade auf. So, hier haben wir mittlerweile auch die 80 Holz voll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die Holzproduktion ein wenig eindämmen. Wir machen das auf diese Art und Weise hier. Bedeutet, wir reißen die Straßen ab. Ich hätte da eigentlich auch noch mal warten können, bis ich irgendwie einmal alles reingeholt habe. Hier haben die alle noch. Nee, ach Mann. Also, weißt du, ist aber auch zum Mäusemelken hier. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Ah. Ist es schon soweit? Also, wenn man die Kumpanen aufnimmt, dann braucht man weniger von diesen Bauern. Nehmt euch ein Später kriegt man Herz aber und richtig lasst Geld, wenn uns man in die eure ablehnt. Stadt. Aber Fällt mir wir lassen die jetzt jetzt erstmal direkt ein ein. Stein vom Ich Herzen. habe den quasi Bürgerrechte verliehen und dafür muss ich mir jetzt so ein Ding hier hinstellen lassen. Und die brauchen auch Glauben. Also die haben richtig Ansprüche, die Jungs. Kann ich hier irgendwo hinstellen, wo ich sonst nicht so wirklich was mitmachen könnte? Hier blockiert es ja aktuell zumindest nicht noch ein zweites. Ah, komm. Brauchen wir den Bettlernwart? Oh, das hier hat kein Glauben. Ja, ich freue mich ja auch für euch mit. Eine Nonne, ach du Scheiße, eine Nonne. Da war es übrigens im Stream zu zocken komplett geil. Oh nein, ich glaube, ich werde das niemals Sie sind finden. auf einen Mitspieler gestoßen. Ah, finde ich die Nonne. Ich weiß gar nicht, ob ich es versuchen will. Ich gehe einmal durch die Straße und danach gebe ich auf. Sie sind immer so leicht blau umrandet. Man findet die potenziell am Anfang immer deutlich besser als am Ende. Aber ich glaube, ich habe hier keine Chance. Man kann irgendwie ganz am Anfang in den Südinseln und so ist es immer ganz easy, weil man da einfach ganz am Anfang zum Hafen guckt. Ja, wenn ihr sie gesehen habt, Leute, dann schreibt in die Kommentare. Ich habe sie zumindest nicht gefunden. I'm sorry. Was wäre die Belohnung gewesen? Oh, sogar ganz cool. Mann. Aber ich will die jetzt auch nicht hier die ganze Zeit suchen. Das ist ja auch irgendwie Firlefanz. Alle So. hoffen, dass ihr meiner Bitte nachkommt. Oh, Mann. Er meldet sich auch nochmal zu Wort, ne? Er haut da auch sofort nochmal in die Wunde. Aber gerade gibt es auch viel zu tun. Vielleicht, wenn ein bisschen weniger zu tun ist. So, hier die Straße nochmal durchziehen. Ja, dadurch können wir das Ganze nochmal hören. Ich weiß jetzt nicht genau, was. Alle hoffen, dass ihr Ach meiner so. Bitte nachkommt. Ja, alle hoffen das. Ja, was soll ich dir sagen, mein Junge? So ist es übrigens ein bisschen angenehmer, weil ich das grün gefärbt habe und dadurch blau ja eigentlich noch deutlich sichtbarer sein sollte. Man würde meinen, in meinem gottlosen Volk wäre so eine Nonne leicht zu sehen, ne? Aber dem ist gar nicht so. Wie ärgerlich. Nee, Leute, I'm sorry. Aber ich glaube, der Lang werdet ihr euch ja jetzt auch tot. Ich habe hier vor allem das, was mich am meisten ärgert, ich habe die garantiert schon. I did Solltet it! euch wirklich durchringen, mein Abkommen zu Oh. verdanken. Ihr seid so. I'm so proud. Oh. Oh, dass ich die wirklich gefunden habe. Ich habe daran gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Webstuhl. Webstuhl. Habe ich hier einen Webstuhl? Seid ihr ein Webstuhl? Nee. Seid ein Mosthafen. Ein Mostding da. So, habe ich hier unten jetzt eigentlich die Rechte, mehr zu bauen? Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Eine Oase 145. des Friedens und des Ach so, Wohlstands ziehen da mitten in nur der 10 Wüste. ein. Gepriesen sei Allah.
Na gut, dann brauchen wir davon 14, ne? Steckst du nicht drin? Machen wir auch. Was auch immer ihr wollt, Leute, ne? Gepriesen sei Allah. So. Ja, ein bisschen aufgerüstet haben wir ja. Gefällt mir eigentlich an sich ganz gut. Ich glaube, ich könnte hier jetzt gerade mal anfangen, Sachen zu verkaufen. Nämlich das und wahrscheinlich auch ein bisschen. Oh, Most geht tatsächlich ein bisschen zur Neige. Dann haben wir da dann nochmal ein bisschen was rein. Und dann fährt er dann nochmal zurück und dann bauen wir da nochmal ein bisschen Most an. Habe auch tatsächlich hier stark aufgestockt. Apropos aufstocken. Könnten hier mal wieder upgraden lassen. Zack. Ja, dass das hier nicht abgedeckt sein würde, ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, deswegen ist das da aufzustocken halt auch irgendwie ein bisschen doof. Hier hinten könnten wir nochmal. Das sind zwar auch nur halbfertige Blocks, aber ist ja auch schon mal was. Hier, die können wir eigentlich auch, weil das letzte Haus wird da auch auf Dauer nochmal. Ich hab jetzt tatsächlich das Fischerhütten... Überschuss. Ist ja auch mal was. Ja, Neptun hatte ja irgendwie gar nicht so viel entdeckt, weil ich aber auch keinen weiteren Auftrag gegeben habe. Neue Gebäude stehen zum Bau. Es ist erstaunlich, wie schnell eure Stadt. Ja. Scheint erstaunlich. Das ist nicht ganz so erstaunlich wie er. Aber jetzt kann ich da Gewürze bauen. Das ist genau das, was wir wollten, während wir hier noch eine weitere Mossproduktion ranmachen. Nee, sag doch sowas nicht. Ich krieg hier echt nicht mehr hin. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Das ist ja ärgerlich. Ich meine... Och nee. Kann ich hier noch irgendwas verschieben? Ich meine, hier bin ich ja der maximalen Platz, ne? Ha! Es geht doch. Aber manchmal muss man nur ein bisschen tricksen. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Ach, dieses paar Münzen springen lassen. Na gut, komm, warum nicht? Wir haben halt gar keine Kriegsschiffe oder sonst was. Ein Pakt mit denen bringt tatsächlich relativ selten was, ist allerdings ganz nützlich, wenn ihr Schiffe braucht und noch keine selber bauen könnt, weil man kann den Schiffe abkaufen. Das mache ich persönlich relativ gerne. Ich glaube, es ist so ziemlich der teuerste Weg, an Schiffe ranzukommen. Und eigentlich nicht unbedingt worth. Aber ich persönlich habe da ein Fable für. So ein blutbeschmitztes Schiff finde ich irgendwie auch ganz cool. Was das jetzt über mich aussagt, müsst ihr selbst für euch feststellen. Ich glaube, ich mache das hier trotzdem noch ein bisschen platzsparender. Ja, vielleicht mache ich daneben sogar noch einen. Aber ich glaube nicht, dass der hier genug Platz hat für drei. Für vier. Nee. Ist aber auch nicht so wild. Ich denke, hiermit bin ich eigentlich schon ganz gut bedient, aber ich werde jetzt trotzdem noch mal ein mehr hinsetzen. Ich glaube, ich kann den einen näher ranmachen. Ja, das sollte gehen. Der ist eher eine Investition in die Zukunft. Zukunft. So. Aber mit denen brauche ich aktuell, glaube ich, noch nicht unbedingt. Ich glaube, so sollte die Mostproduktion eigentlich ausreichen. Aber man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt. Ja, ich denke, das Entdeckungsmanöver da oben können wir abschließen. Wir segeln jetzt hier hin, packen ein bisschen was ein und dann hauen wir hinten die Gewürzeproduktion rein. Ich setze sich eine Dattelfarm für alles? What the? Na gut, komm. Dann penn ein. Runde ich noch einmal ab. Und dann pennen von mir aus. Ja, 21 Werkzeuge nur. Ist gar nicht, woran das liegt. Ich habe relativ viel aufgewertet. Wundert mich trotzdem ein bisschen. Okay.
ihr seid doch verbunden. Ja, ihr seid verbunden. Aber scheinbar habe ich echt einen Überschuss an Fisch. Das heißt, was wir machen ist, wir schläfern auch hier ein bisschen was ein. Das verringert einfach die Kosten. Ein Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Zumindest auf eine lange Sicht. Ja, Most macht mir echt immer noch Sorgen. Aber 39 ist, glaube ich, ganz gut. So, die hier könnten wir auch nochmal upgraden lassen. Wer eins seiner Kindernamen hier benennt, ist eh mein Held. So, wir haben nochmal ein paar geupgradet. Auch um das Plus zu erhöhen. Das Plus erhöht sich nie so krass, weil man es aufwertet. Aber da ziehen mit der Zeit dann ja auch mehr Leute rein. Und dann geht das wiederum. Auch den hier können wir mal einpennen lassen. Spart man halt überall ein bisschen. Ne? Nur wer spart, wird reich. Neptun ist da. Wir können nochmal... Okay. Sind wir ein bisschen zu spät. Haben ein bisschen was eingekauft. Darüber kann man langfristig, macht man darüber echt insane viel. Aktuell halt noch nicht so. Ich nehme mal Steine mit. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber da oben werden sie so oder so nicht gebraucht. Und jetzt gehen wir hier hin und produzieren hier die Gewürze. Eine dritte normale Insel wäre wahrscheinlich die hier, aber hier können wir irgendwie nichts bauen, was wir sonst nicht bauen. Kräuter. Können wir hier Kräuter anbauen? Nee. Kräuter wären vielleicht ganz cool, weil wir brauchen ja auch noch Bier. Das heißt, eigentlich könnte Neptun erstmal hier rüberfahren. Ist das hier eine Klippe? Ja, ist eine Klippe. Shit. Ah, es gibt keinen wirklich coolen Anlegepunkt. Trotzdem sollten wir hier wahrscheinlich dann noch ein Hafengebiet machen. Ach so, das ist jetzt alles besser, weil ich diese 25% da Bonus habe. Erzeugt Hafenbereich. Kann ich das jetzt hier abreißen? Nee, kann ich nicht. Shit. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht probieren sollen. Sei denn, ich mache wieder diese hässliche Kurve rein. Wie viel kostet das denn? 10. Ach komm. Da muss man dann durch. Weißt du was? Damit es schön aussieht. Umrunden wir es wenigstens vernünftig. So. Hier machen wir auch eine Siedlung. Die nutzen wir auch erst später. Ihr merkt schon, da ist ein kleines Prinzip dahinter. Gibt mir alles wieder, was ich euch gerade gegeben habe. Upsi. Da können wir hier... Wir sollten wahrscheinlich vorher hier noch die Werkzeuge einladen, die wir da noch gelagert haben. Und da geht das Ganze weiter. Ich glaube, es läuft an sich ganz gut. Ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem Tempo. Ich glaube, ich müsste ja eigentlich 1 Million mal schneller sein. Aber die KI ist halt auch nicht stark eingestellt. Also sollte das uns jetzt nicht allzu bald vor große Probleme führen. 1, 2, 3. Ich denke, ich komme nicht drum herum, um 1, 2, 3, 1 hier einen hinzubauen. Ist nicht so ganz so effizient. 1, 2, 3, 1. Hier würde auch gehen. Ja, hier ist ein bisschen effizienter. Also aktuell kommen wir halt über die Masse. Das ist recht erfolgreich. Eins, zwei, drei, eins. Zack, und dann bauen wir hier ein Haus hin und dann kommt hier hinten wieder die Straße. Dann müsste das 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sein. Ja, das passt ganz gut. Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. So. Brauchen natürlich dann hier auch nochmal eine Kapelle. So rum geht die. Bis zu dem Blockding da. Ja, so werde ich hier nicht alles reinkriegen, aber es wäre eigentlich sehr effizient, es hier hinzubauen. Das eine oder andere wird dadurch ein bisschen leiden. Das Haus hier zum Beispiel. Aber es wäre eigentlich recht passend. Weil ich waste viel von dem Einfluss der Kapelle, aber... Ansonsten waste ich einfach viel Platz. Machen wir das so. Das heißt, hier den Holzfäller hauen wir jetzt auch noch weg.
Hier wollten wir jetzt gerade das einholen. Ich bin generell ein bisschen... Ich brauche mal sehr lange für meine einzelnen Entscheidungen. Aber da liegt natürlich auch der Clou daran, wenn man dann das ganze Multiplayer spielt, dass man genau die Zeit nicht hat, die man im Singleplayer hat. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es im Singleplayer auf den schwersten Schwierigkeitsgrad macht. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft getan. Nicht zu sagen, gar nicht. Das müsste eigentlich hier passen. So, so waste ich nicht so viel Platz. In jeglicher Hinsicht. So, dann bauen wir das hier hin. Bauen wir hier die Straße durch. So, und jetzt kenne ich mich bei Gewürzfeldern auch gar nicht mehr aus. Wie war das denn nochmal? Geht der Wiss nach da hinten? Fast, ne? So. Wie viele braucht der? 4. Aber ich weiß nicht, ob das noch drin wäre. Deswegen verzichten wir mal darauf. Und ich glaube, da ist wieder... Das ist wie bei Fußball. Wenn die mehr... Es geht darum, dass die Mehrheit des Balles im Tor ist. Die Dinger kosten übrigens insane viel pro Runde, ne? 30 ist echt happig dafür, dass die recht früh im Spiel kommen. So, zwei nebeneinander geht ganz cool. Ich weiß nicht, wie viele Gewürze ich tatsächlich brauche. Vielleicht habe ich nicht genug Holz dafür. Auch ein eher seltenes Problem. Das müsste ich trotzdem hier ziemlich synchron hinkriegen. Okay, das heißt, das hier müsste auch drin sein. Okay, ich habe jetzt legit kein Holz mehr. Das ist strange, dass es das Problem mal gibt. Andererseits habe ich natürlich hier oben auch eben meine komplette Holzproduktion eingestampft. Hoffentlich reicht die dann überhaupt noch. Ich glaube, ich gehe mal auf Nummer sicher und verschiebe die ein bisschen. Dadurch kann ich nämlich das Ding jetzt hier auch wieder einreißen. So, ich hole das einmal mit dem Karren ab. Dann wird das abgerissen. Nach diesem Karren die Sintflut. So, dann können wir das hier wieder einreißen. Dann können wir hier nochmal ein paar mehr bauen. Ah, das ist nicht mehr in Range, ist schade. Aber auch nicht so wild. Hier könnte man ab und zu ein bisschen effizienter arbeiten, indem man einfach, keine Ahnung, zum Beispiel hier noch ein Haus hinsetzt oder so. Aber das, finde ich, ist halt nicht symmetrisch und das stört mich dann. Das ist halt ein kleiner Tick, den ihr hier in diesen Let's Player tragen müsst. Aber wir sind auch am Ende der zweiten Folge angekommen. Ich würde sagen, es läuft ganz gut. Wir sind super slow. Nach einer Stunde mit Speed-Up und allen hier noch nicht auf Patrizien zu sein, das ist schon sehr langsam. Das kann man nicht anders sagen. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Euch hoffentlich auch. Gebt mir gerne Feedback in die Kommentare und gebt mir Themen, über die ich reden kann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und bis bald.